Außenminister Maas berät mit EU-Kollegen über Urlaubssaison. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gelockert werden können. Ziel der Videoberatung ist ein koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen. Kitas öffnen teilweise wieder. In Sachsen dürfen von heute an alle Kinder wieder in die Betreuung kommen. Andere Bundesländer setzen auf eine schrittweise Öffnung. So werden in Hamburger Kindertagesstätten zunächst 5- bis 6-Jährige betreut. In Baden-Württemberg öffnen die Kitas für 50% der Kinder. Machtkampf in der AfD. Nach Aufhebung der Mitgliedschaft des Brandenburger Parteichefs Kalbitz durch die Bundespartei berät dessen Landtagsfraktion heute darüber, ob er dennoch an ihrer Spitze bleiben kann. Kalbitz steht wegen früherer Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik. US-Notenbankchef befürchtet Schrumpfen der US-Wirtschaft. Paul sprach in einem TV-Interview von bis zu 30% im laufenden Quartal. Auch die Arbeitslosigkeit werde stark steigen. Sollte keine zweite Corona-Welle folgen, rechne er aber mit einer baldigen Erholung der US-Wirtschaft. Bolsonaro lässt sich von hunderten Anhängern für Corona-Politik feiern. Trotz weiter stark steigender Infektionszahlen sprach sich Brasiliens Präsident erneut für eine Lockerung der von den Gouverneuren verhängten Corona-Beschränkungen aus. Nach offiziellen Angaben starben in Brasilien bislang mehr als 16.000 Menschen nach einer Corona-Infektion. Das Wetter im Norden meist stark bewölkt und gebietsweise Regen, sonst häufig Sonnenschein, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Außenminister Maas berät mit EU-Kollegen über Urlaubssaison. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gelockert werden können. Ziel der Videoberatung ist ein koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen. Kitas öffnen teilweise wieder. In Sachsen dürfen von heute an alle Kinder wieder in die Betreuung kommen. Andere Bundesländer setzen auf eine schrittweise Öffnung. So werden in Hamburger Kindertagesstätten zunächst 5- bis 6-Jährige betreut. In Baden-Württemberg öffnen die Kitas für 50% der Kinder. Machtkampf in der AfD. Nach Aufhebung der Mitgliedschaft des Brandenburger Parteichefs Kalbitz durch die Bundespartei berät dessen Landtagsfraktion heute darüber, ob er dennoch an ihrer Spitze bleiben kann. Kalbitz steht wegen früherer Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik. US-Notenbankchef befürchtet Schrumpfen der US-Wirtschaft. Paul sprach in einem TV-Interview von bis zu 30% im laufenden Quartal. Auch die Arbeitslosigkeit werde stark steigen. Sollte keine zweite Corona-Welle folgen, rechne er aber mit einer baldigen Erholung der US-Wirtschaft. Bolsonaro lässt sich von hunderten Anhängern für Corona-Politik feiern. Trotz weiter stark steigender Infektionszahlen sprach sich Brasiliens Präsident erneut für eine Lockerung der von den Gouverneuren verhängten Corona-Beschränkungen aus. Nach offiziellen Angaben starben in Brasilien bislang mehr als 16.000 Menschen nach einer Corona-Infektion. Das Wetter im Norden meist stark bewölkt und gebietsweise Regen, sonst häufig Sonnenschein, Höchstwerte 12 bis 25 Grad.